Ich darf Ihnen und euch tolles Turnier wünschen. Fair Play natürlich, dass so wenig wie möglich Leute mit Verletzungen nach Hause gehen, das gibt es gar nicht. Und ich wünsche erfolgreiche Wettkämpfe. Der Bürgermeister hat gesprochen, der Wettkampf ist offiziell eröffnet. Am 25. Mai treffen sich in der Schmöllner Ost-Thüringen-Halle 120 Judoka aus 24 Vereinen zur Thüringer Judo-Landesmeisterschaft der Altersklasse U15. Mit dabei die Teilnehmer vom gastgebenden Verein, dem PSV Schmölln. 6 Schmöllner gehen heute an den Start. Im ersten Kampf müssen gleich 2 Schmöllnerinnen gegeneinander antreten, Svenja Besoke und Kathi Schöne. Kathi Schöne kann den Kampf für sich entscheiden, so wie die anderen 2 Folgekämpfe auch. Svenja Besoke holt Bronze und ist damit ebenso für die Mitteldeutsche Meisterschaft qualifiziert. Für den Abteilungsleiter Grund zu Freude und zu Optimismus. Es sieht richtig gut aus. Wir haben schon einen Landesmeister geholt. Das ist durch die Kathi Schöne. Freut mich auch als Papa ganz besonders, aber auch für den Verein. Und wir haben schon einen 3. Platz durch die Svenja Besoke, die dieses Jahr das erste Jahr in der U15 mitkämpfen kann und damit aber auch das Ticket für die Mitteldeutsche Meisterschaft in 3 Wochen gelöst hat. Die übrigen 4 aus der Schmölner Starterriege, Emily Jungmann und Fenja Cornelsen in der Klasse bis 44 Kilo, Mick Seiler in der Klasse bis 60 und Verena Erler in der Klasse über 63 Kilo, bleibt man diesen 25. Mai ohne Medaillen. Für sie heißt es im heutigen überregionalen Leistungsvergleich vor allem Erfahrungen sammeln und für die Taktik folgender Kämpfe lernen. Die Thüringer Judo-Landesmeisterschaft der U15, einer der wichtigen Wettkämpfe in der aktuellen Saison. In der steht jetzt noch ein wichtiger Leistungsvergleich aus. Wir haben am 15. Juni noch die Mitteldeutschen Meisterschaften, wo ich denke, dass einfach noch mehr sich heute noch qualifizieren, den Sprung aufs Treppchen schaffen und damit einfach mit dran teilnehmen. Aber nicht nur die Mitteldeutschen Meisterschaften sind ein Punkt. Wir haben noch am 23. Juni noch die Abschlusskämpfe in der Liga, in der Sachsenliga, wo also unsere Jungsmannschaft in Döbeln dann noch die letzten Kämpfe bestreitet. Und wir haben auch noch ein Mädel, was erfolgreich bei der Frauenliga mitkämpft, die Luise Engelmann. Und drücken ihr auch die Daumen, dass sie dort auch erfolgreich mit ist. Thüringer Judo-Landesmeisterschaft der U15 in Schmölln. Ein Höhepunkt im Vereinsleben des PSV. Gut möglich, dass der Verein im kommenden Jahr wieder Gastgeber für eine überregionale Meisterschaft ist. Als Ausrichter für die U15-Meisterschaft hat er sich dafür jedenfalls bestens empfohlen.